Sind Sie Miles Eckhart? Du bist Hannah, nicht wahr? Die ich hier hatte dich mir beschrieben. Setz dich. Du willst also Rodrigo treffen. Ein Bounty Hunt? Bist du verrückt? Wir haben nur eine Marco und weder du noch ich sind Kampfpiloten. Jeder leichte Jäger fegt uns vom Himmel, schneller als wir schauen können. Ich hoffe, du hast nicht schon zugesagt. Ich habe mir Bedenkzeit erbeten. Es ist auch etwas anderes, Menschen zu jagen, als illegale Päckchen zu transportieren. Ist es das wert? Oder ist das eine rote Linie, die man nicht überschreiten sollte? Zumindest ist ein Bounty Hunt nicht illegal. Im Gegenteil, die Behörden schreiben die Bounties ja aus. Wenn Miles Eckhart die Bounties in Auftrag geben kann, können wir das auch? Uns jemanden suchen, der die Jagd durchführt? Im Prinzip schon. Ich wüsste sogar noch ein paar Kollegen, die damals ins Bounty Hunter Geschäft gewechselt haben. Aber wir bräuchten eine Stange Geld für sowas. Schließlich riskiert niemand seinen Hals für warme Worte. Und weder du noch ich haben dafür genügend Kleingeld in der Portokasse. Was meinst du? Wie genau nehmen deine Kollegen es mit dem Gesetz? Das möchte ich lieber gar nicht wissen. Gestern in dem Bunker. Du hast gesagt, dass dort Millionen rumliegen. War das ernst? Hey, das sind Drogen. Du machst mir Angst. Willst du ins Drogengeschäft einsteigen? Ich nicht, aber vielleicht wäre das für deine Bekannten interessant. Sie erledigen unser Bounty-Geschäft und dafür bekommen sie die Koordinaten des Bunkers. Und wenn der Bunker inzwischen leer ist? Das ginge dann auf deren Risiko. Aber der Bunker ist ein Drogenlabor. Da sollte immer was zu holen sein. Wir wissen auch nicht, ob die Keycodes noch gelten. Darüber würde ich mir keine Gedanken machen. Knacken von Bunkeranlagen ist für die nur eine Fingerübung. Und, was denkst du? Ein Versuch wert? Ich denke schon. Aber können wir uns hinterher noch im Spiegel anschauen? Ein Drogenlabor wird zerstört und wird keine Drogen mehr liefern. Und ein Verbrecher wird zur Strecke gebracht. Man muss es positiv sehen. Und in diesem Universum gibt es Gott sei Dank noch keine Spiegel. Wir treffen uns auf einem Außenposten. Die genauen Absprachen und die Übergabe der Koordinaten können wir nicht über Intercom machen. Das ist zu unsicher. Na schau, sie sind schon da. Wow, beeindruckend. Ich gehe zu ihnen rüber und mache alles klar. Hey John, hätte nicht gedacht, dass wir zweimal ins Geschäft kommen. Ja, ich auch nicht. Sie machen den Job. Der Vollzug wird automatisch und anonym an die UEI gesendet. Die zahlt dann auch das Kopfrennen an Miles Eckhart aus. Ich hoffe, das alles hat sich auch gelohnt und wir kommen mit Rodrigo tatsächlich ein Stück weiter. Komm, lass uns erstmal was essen. Ich habe Hunger. Miles schreibt: Rodrigo ist heute 18 UTC in Grimhex an der Bar. Er hat dein Foto und wird dich erkennen. Da er unerkannt bleiben will, wird er seinen Helm nicht abnehmen. Und gute Arbeit, ich bin beeindruckt. Wenn der wüsste. Warst du schon einmal in Grimhex? Ist schon lange her. Die Hangars müssten laut Plan da drüben sein. Nun, jetzt weiß ich, was der Reiseführer mit rustikaler Gemütlichkeit gemeint hat. Ja, die Grimhex hat ihren ganz eigenen Charme. Aber die Aussicht hier ist nicht schlecht. Das muss man ihnen lassen. Und sie haben das beste Schmolz hier. Okay, wie gehabt. Falls was ist, du hast den Notsender. Ich verkrümel mich in eine Ecke und hoffe, dass du was erfährst, was uns weiterbringt. Sind Sie ein Erwiesen? Ja, sind Sie Rodrigo Perez? So ist es. Miles hat mich gebeten, Sie zu treffen. Sie müssen bei ihm einen Stein im Brett haben. Normalerweise tut er sowas nicht. Warum haben Sie mich gesucht? Ein Kollege von mir ist ermordet worden. Ich habe bei ihm einen Hinweis auf Ihre UEI-Personalnummer gefunden. Diese Nummer brachte mich nun hierher zu Ihnen. Ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen, seinen Tod aufzuklären. Oder aber Sie können mir sagen, woran er genau gearbeitet hat. Sein Pad mit allen Daten wurde bei seiner Ermordung zerstört.
Haben Sie ihm irgendwelche Informationen beschafft? Sie meinen Rock, nicht Tom, den Journalisten aus New Babbage. Ja, ich habe ihm eine Keycard besorgt. Eine Keycard? Wofür? Mit dem Key kann man verschlüsselte Nachrichten von einem Comarray runterladen. Bob hat sich insbesondere für die Kommunikation von lokalen UEI-Uberern mit Kontakten im Asteroidengürtel bei Yila interessiert. Ihr Bereich ist berüchtigt für alles, was illegal ist. Glimex ist nicht umsonst hier. Dann war auf dem Pad wahrscheinlich der Daten- und Funkverkehr. Haben Sie ihm die Daten besorgt? Nein. Dafür muss man das Comarray hacken. Es ist aber nicht schwierig. Man muss nur aufpassen, dass man nicht erwischt wird. Wahrscheinlich hat er jemanden damit beauftragt, das zu tun. Haben Sie noch eine Kopie dieser Keycard? Und könnte man die Daten immer noch abgreifen? Die Verschlüsselungsalgorithmen sind stabil und auch das Löschen von Daten von Comarrays ist nicht so einfach. Es gibt eine Reihe von Backup-Systemen. Ein Versuch, größere Datenmengen zu löschen, fällt auf, wenn es nur die untersucht werden. Ich denke, die Daten sind noch vorhanden. Würden Sie mir die Keycard geben? Ich möchte nicht, dass Robs Tod umsonst war. Rob hat für die richtige Sache gekämpft. Niemand weiß das besser als ich. Bleiben Sie noch eine Weile hier in der Bar. Es wird jemand vorbeikommen und Ihnen eine Tigerklaue auf den Tisch legen. Mit dieser Karte können Sie das Comarray hacken und die Daten downloaden. Ich hoffe, Sie können dem Spuk ein Ende machen. Ich muss jetzt gehen. Auch hier ist es nicht sicher für mich. Ich sende Ihnen meine Kontaktdaten. Vielleicht können wir uns unter anderen Umständen wieder treffen und Sie erzählen mir Ihre Geschichte. Vielleicht. Ich melde mich. Und viel Glück. Und, hat er was gewusst, was uns weiterbringt? Ich hoffe. Er schickt uns eine Keycard. Damit können wir Daten von einem Comarray abziehen. Hast du sowas schon mal gemacht? Ich weiß, wie das geht. Es scheint, du hast dich inzwischen daran gewöhnt, Gesetze als unverbindliche Handlungsempfehlungen anzusehen. Und wenn es nicht anders geht, bist du dabei? Jetzt rüber. Du kannst meine Helmkamera über Monitor verfolgen. Falls ein UEI-Schiff vorbeikommt und dich auffordert wegzufliegen, dann tu das. Lass dich auf nichts ein. Warte dann eine halbe Stunde und komm zurück. In der Station habe ich genügend Möglichkeiten, mich zu verstecken. Okay, ich habe ein Bild. Es kann losgehen. Dies ist ein überwachtes Gebiet. Bitte verlassen Sie dieses Gebiet umgehend. Hallo Officer. Ich bin von Chimera Communications in New Babbage. Ich mache eine Dokumentation über das Crusader-System und den Asteroidengürtel um Yela. Ich bräuchte noch unbedingt eine gute Aufnahme des Comarrays. Der Blickwinkel von hier ist fantastisch. Allerdings brauche ich die Sonne auf den Solarpanels. Das wird ein fantastisches Bild. Mein Boss wird begeistert sein. Dürfte ich noch eine halbe Stunde bleiben, dann müsste der richtige Moment für die Aufnahme sein. Danach bin ich sofort weg. Ginge das? Na schön. Ich komme in einer Stunde zurück. Dann will ich Sie hier nicht mehr sehen. Ist das klar? Natürlich. Sie können sich darauf verlassen. Vielen Dank, Officer. Alles klar, John? Wie weit bist du? Gleich fertig. Ich komme zurück. Was haben wir? Hat sich der ganze Ausflug gelohnt? Das braucht noch eine Weile, bis ich das Ganze gesichtet habe. Aber schau hier, das sind die Flugpläne über die Red Angel Schiffe. Besser gesagt, die inoffiziellen Red Angels. Und zwar nicht nur die abgeschlossenen, sondern auch die für nächste Woche. Hier ist ein Flug nächste Woche zu einem Außenposten auf New Babbage. Ich weiß schon, du willst dahin fliegen, nicht wahr? Was willst du tun? Sie interviewen? Na, wäre sicher lustig, aber wahrscheinlich würden sie mir nur die Standardgeschichte erzählen. Oder sie würden dich mitnehmen und einfach verschwinden lassen. Möglicherweise. Aber ich habe eine andere Idee. Lass uns ins Lager gehen und schauen, was wir da so haben.